Lauf einfach mit dem Schlüssel gedrückt durch die Gegend. Ja. Bist unbesiegbar. Bei einer Hunderunde. Guck mal, ich saug die sogar von Kilometer weit weg auf. Aber jetzt liegt da Ammo rum. Hast du sie? Nimm die mit. Ja klar. Maximale. Aber maximale. Maximale Munition. Warte, wenn wir hier runter gehen, können wir hier hoch. Ja, ja, und dann hier rum. Dann hinten rum. Wir müssen noch die Wand gefällen. Gefällen. Ich nehme hier erstmal die Blander mit. Alter, edel. Diese Waffe ist nicht. Boah, aus den Flammen. Machst du dir die Säureblander wieder? Haben wir alle Teile? Koffer fehlt noch, glaube ich, ne? Ja, aber ist ja kein Ding. So, ist drin. Oh, ich glaube, es war nicht so klug. Die geben keine Seelen. Wie, warum geben die keine Seelen? Naja. Egal. Wir kriegen schon unsere Seelen. Zerstörten geben nie Souls. Haben wir keine Leute dafür? Haben wir kein Personal? Man sollte einen Job immer zu Ende bringen. So, zwei Schädel leuchten schon. Vergiss nicht, einen am Leben lassen. Drei Schädel leuchten, okay. Die Flamme burnt. Lass es am Leben. Nicht, dass ich jetzt die rausnehme. Naja. Aber hier leben noch ein paar. Hab ihn. Can you hear the plunder? You better run, you better take cover. Alter, Runde 10. Wir haben eine Gratis-Blunder, gleich eine Magma-Blunder. Ey, Schilde, tot. Löffel. Tot. Das kann nicht mehr lange gedauern. Dann zwei Treffer kaputt. Kennt ihr hier? Lass dich von dem nicht ärgern. War da noch ein Fass im Raum? Ich weiß gar nicht. Bin ich jetzt an einem Fass vorbei? Ich habe diesmal eine andere Route genommen. Na, wir werden es rausfinden. Löst sich gleich in Luft auf, meine Plunder. Ne, die kühlt dann einfach nur ab. Ja, ja. Aber jetzt, solange sie noch rauschebartmäßig brennt, jetzt musst du hier links noch das Fass und dann bist du ja da, oder nicht? Ja, die glüht. Ja, hier nochmal. Zischt, die alte Mama Plunder. Da glüht aber der Schwengel, ne? Ja, der burnt, ja. Alter. Ab rein in den Ofen. So, da sind noch zwei Zombalis. In Bettys Wunderofen. Geh mal den Koffer noch holen. Ah, Magma. Plandus Maximus. Fuchtelst mit deinem Stock herum. Ja. Er mag halt seinen Stock. Aber warte mal, dann gehe ich doch jetzt nach oben. Und baue mir fix die Acid Gat. Ja. Da baue ich mir doch noch fix was mit Acid. Ja, dann nimmt er doch Acid. Gratis Acid geht halt doch. Auch auf seine alten Tage. Oh, so ein bisschen Acid. Ja, bist du auf der Couch strippen hier. Auf Wiedersehen, Augenbrauen. Ein bisschen Roastbeef und Eis und Acid. Ja, heute ist es eher so ein gemütliches Trippen. Ist mein Gesicht rot? Es fühlt sich rot an. Hellenblock Eingang, wo muss ich da nochmal hin? Ach so, ja. Dann muss ich da. Jetzt wurde ich hier weggesperrt. Muss ich auf der Christopher Street. Muss ich hier nach oben? Auf der Christopher Street Street. Auf der Day Street ist das. Ah nein. Wird die durchgespritzt? Ja, ja, ist durchgespritzt. Zack. Ja, dann müssen wir sie punchen. Da müssen wir sie punchen, ne? Und wir könnten uns gleich einen goldenen Göffel ergöffeln. Ja, willst du deinen reintun? Oh, hab mal meinen reingegöffelt. Du musst aber deinen noch behalten, weil wir müssen auch noch ankratzen. Oder ach so, können wir jetzt beide aber schon rein, weg.
Okay, wir haben beide jetzt einen Göffel drin. Wo musst du meine Mama abholen? Da unten dann, ne? Irgendwie ein Zellblock. Im Catwalk am Baum. Mama, wenn ich den messere, müsste ich da noch genug Geld haben, damit ich auch... Hier ist kein Pack-a-Punch mehr, ne? Der ist was? Weg. Oh, der ist ganz unten. Ja, ja, der ist unten jetzt. Da können wir wieder runtergehen. Ja, aber naja, wir müssen ja hier, wir müssen ja catwalken. Mittelalterlich, aber sehr effektiv. Machen wir das jetzt hier? Als würden sie etwas von dir verlangen. Was wollen sie? Stimmen der Verurteilten können. Ich kann mir einfach jederzeit meine Activision Hotline Punkte holen. Activision Hotline! Hast du sowas nicht? Nee, also Activision Hotline Perks habe ich nicht. Wo kommt denn nur das Geld her? Die Bank der Verdammten? Die Bank der Verdammten? Sollst du verdammt sein? Sollst du verdammt sein? Das ist toll, jetzt gibt es ja schon wieder zweimal Punkte. Doppelte Punkte! Doppelte Punkte! Sagt immer so süß. Doppelte Punkte! Total, als würde es sich freuen, ne? Das ist Freude. Ist das eigentlich wichtig, wo auf dem Dach man die killt? Muss man es hier in der Mitte einfach, machen? Nö, oder? Einfach töten. Einfach schmelzen, die Bande. Ey, die langen mir aber ganz schön ins Genick. Ja, lass sie mal nicht genicken hier, ne? Bonus! Ich muss sagen, die Acid ist ungepunt stärker als meine. Ich muss es fragen. Hat wahrscheinlich noch nicht gereicht. Nee. Nach das, das du vernichtet hast? Nee, die Suppe läuft noch. Die schmoddert da noch rein. Ah, guck mal, wer da kommt. Der Pack-a-Punch wird geliefert. Ahuhalaya. Ahuhalaya. Das ist zwar hawaiianisch. Für großes Glied, große Freude heißt das. Denkst du, ein großes Glied macht mehr Freude als ein kleines Glied? Weiß ich nicht, kommt, denke ich, auf die Bauart der Scheune an, ne? Das hat sich jetzt mal so ausgedrückt. Oh, oh. Nicht sterben. Ja, wir haben ja notfalls haben wir noch Special Attacks. Munition, Chopalaya. Chopalaya Doodle. Touch on my Noodle. Der Chopalaya Doodle. Jetzt geht's wieder los. Diddle daddle doodle. Wir verlieren ihn, Kinder. Shopper Noodle. Unten am Shania Doodle. Am Shania Doodle? Bei den Shania Twain Hills. Klingt aber auch echt so einige Brommi-Namen. Ja, am, ja. Am Leck Shia LaBeouf. Ich könnte mal etwas Optimismus von dir gebrauchen. Apropos Optimismus, ich steck mal meine Blunder rein. Schon aus schlimmeren Orten geführt, oder? Den Blunder-Riemen. Und das wirst du. Und, wie sieht's aus mit dem Löffel? Meinst du, es ist noch nicht durch? Ne. Ich fürchte, die wollen noch einen kräftigen. Ja, ja, doch, so ein bisschen reinschlucken muss ich noch. Ist halt so. Ich habe eben gerade Packerei Stufe 1 erlangt. Packerei? Packerei. Punchen. Das ist so ein Erfolg für Leute mit Geld. Mhm. Dass du den noch nicht hast? Hotline-Mitarbeiter hier wieder. Cockline bei dir. Unten in der Cockline. Volle Energie! Ja, und dann müssen wir hier den Warden's Office aufkratzen. Oh. Schnell mal umgedreht hier, da liegt Geld, nehm ich mit. Bonus! Oh, was ist hier los? Alter, du hast eine magische Plunder. Ja, aber die macht mir Schaden. Ja, aber ganz wenig. Bei mir macht die einen Schaden oder so. An mir. Guck mal, geh mal was runter, wir haben noch einen Crawly. Ein Crawly. Ey, Crawler. Ja, ich kann's ablassen. Badewanne sehr beunruhigend. Jetzt. Göffel holen oder nicht? Ja, muss man nichts mehr machen, ne? Einfach nur noch runter und abgöffeln. Hast du Wasser abgelassen auch jetzt? Ja, bei mir ist ein Zapfen. Da darfst nur du reinlangen in die Göffelgrube. Ich bin schon unten, oh. Ne? Ich kaufe hier ein bisschen auf noch. Wenn wir nicht als Nächster auf der Speisekarte landen wollen. Guck dir mal den Göffel an. Ich bin auch mal der Göffelmann. Er hat einen riesen Riemen in der Hose. Er hat einen riesen... Riemen in der Hoss!
In der Hoss. In der Hoss. Hä? Hast du ihn gekriegt? Nö. Da kommt ein Zombie, er crawlt nicht. Er hat wieder neue Beine. Nein, Bein, Mann. Nein, ich auch nicht. Muss man auch irgendwas machen, wie zweimal. Haben wir wieder irgendwas Nippel vergessen? Trippeln. Nippel, Nippel. Nö. So eine Überraschung. Er verprügelt mich halt. Noch eine reanimierte Leiche. Yeah. Wir brauchen einen Löffel für ein Easter Egg, ne? Oh, ich häng. Hä? Vielleicht muss man noch eine Runde überstehen oder sowas Dummes. Was haben wir vergessen? Löffel rein, Wasser ablassen. Ja. Wenn's Wasser abgelassen hier hin. Und dann mit dem Schlomo-Hawk. Aber wohin, Schlomo, ist die Frage. Schon mal nicht hier. Hängt der eigentlich irgendwo? Nee, ne? Bist du hier unten? Hä? Vielleicht müssen wir die Welle beenden. Vielleicht sind wir einfach zu doof. Oder vielleicht muss die Welle wirklich beendet werden. Soll ich sie beenden? Ja, dann beende mal. So, jetzt versuch's nochmal. Ich frag mich auch, wo er denn da liegen könnte. Ne? Wo soll ich da hinschmeißen, genau? Ha! Hä? Zwei Löffel, eine Wanne. Weißt du, dann verschwindet er. Nee, normalerweise geht das. Man lässt das Wasser ab und fertig, oder? Haben wir doch jetzt schon tausendmal gemacht. Oder haben die wieder was gepatcht? Der neue Göffel. Was für ein Spaß! Ich will nochmal! Ich will nochmal! Ich geh da jetzt nochmal hoch gucken. Müssen wir ja. Müssen wir ja. Wir müssen ja irgendwie. Ich geh da nochmal gucken. Gucken? Gucken? Gehst gucken? Gar schon nah lurken. Lurken. So, ich bin oben im Göffel Room, aber hier sind halt ganz viele ekelhafte, schmalzgewichste Untote. Machen die denn eigentlich alle hier? Stehen hier alle im Gang, machen voll die Party? Ja, vielleicht muss man noch irgendwie den Zapfen ziehen oder sowas. Vielleicht hast du auch mit dem Schlong nicht links gerührt, sondern rechts. Ich weiß es nicht. Eigentlich rühre ich immer in der richtigen Richtung, ey. Dieses Gefängnis ist ekelhaft. Wo ist der verdammte das ist jetzt wieder mal, ne? Und wir haben es nicht angekratzt. Kacke! euch, ihr kleine Bretter. Hat sich da was verändert? Ich weiß nicht. Leute schreien jetzt wahrscheinlich, ihr müsst doch noch einmal in die Wanne pissen, ihr Idiot! Ja. Lass mal was am Leben, ne? Ja, ja. Ich gehe jetzt nochmal zur Wanne hin. So ein bisschen. Was ich. Keine Ahnung. Oder er hängt jetzt woanders oder so. Die Wanne ist abgelassen, der Göffel ist weg. Kann man sich den unten nochmal neu nehmen? Ich gehe jetzt da nochmal runter und Tomahawke nochmal eine Runde. Aber der. Hä? Aha, er gönnt sich irgendwelche Delikatessen aus dem Knast. Ha. Das ist sehr merkwürdig. Nothing. Kriegst du nichts raus? Guck mal durchs Schild, ob du irgendwas siehst oder so. Spektralenergie ist vollständig geladen. Nö. Gibt's doch nicht. Wo ist der Göffel hin? Was habe ich denn eigentlich immer bekommen? Eigentlich schon, ne? Eigentlich ja. Eigentlich hatte ich einen perfekten Göffelwurf. Nein. Hä? Hä? Ich geh jetzt. Sag nicht. Warte, ich guck. Ich spucke. Vorsicht, es kommen aber Zombies. Wir haben das verändert. Kann hier nicht ausweichen. Dann geh runter, ich geh in den Startraum. Hä?
Liegt der jetzt woanders oder so? Ich weiß es nicht. Vielleicht muss man irgendwas mit seinem Penis machen. Heißt der auch Göffel im Englischen? Nein, da heißt er Bork. Fork? Bork? Pork. Okay. Spoon und Fork. Spork. Okay, warte. Spork vor 5 Tagen. Update, November. Aha. Och nee. Es wurde geupdatet. Na toll. Dann können wir ja lange wieder spielen. Ach Mann, warum updaten die das denn dauernd? Okay, wir haben ihn in der Badewanne. Was passiert dann? Ja. Kann ja so viel eigentlich nicht mehr sein jetzt. Warte, jetzt hat er auch in der Badewanne. Wo rennt er jetzt hin? Er rennt runter. Okay. Und ist Game Over. Hä, er ist oben jetzt am... Hä? Er ist immer noch an der Stelle, wo du bist? Bloß er ist jetzt irgendwie... Er ist immer noch an diesem Wasserturm, bloß irgendwie komplett woanders. Aber an verschiedenen Ecken. Er kann an verschiedenen Ecken des Wasserturms sein jetzt. Ach nee, oder? Er kann jetzt hier irgendwie an den Kanten irgendwie so... Warum machen die so einen Scheiß? Weißt du? Keine Ahnung. Hier ist er nicht. Kann man ihn denn sehen wenigstens? Das ist also nee. Höchstens mit dem Sniper wahrscheinlich. Hä? Ja, in seinem Video ist es jetzt geupdatet. Er kann an Kanten jetzt hängen. Wie an Kanten hängen? Einfach an Kanten. Ein bisschen Kantenpunkten. Oben, unten. Boah, ich bin fast tot. Er kann auch irgendwie von der anderen Seite, kann man ihn irgendwie auch sehen. Hier kann er auch hängen. Ja, guck mal, ich sehe zum ersten Mal, dass dieser Turm... Oh, wow, fuck, ich bin fast tot. Komplett mit Blut gefüllt ist. Ach, der Zombie ist gestorben. Ach, das ist doch scheiße, Mann! Hä, man muss den Turm zerstören. Man muss ihn zerstören. Man muss diese Dinger hier wegschießen. Guck mal, hier fliegen Metallteile weg. Der muss jetzt zerstört werden und dann kriegst du einen Göffel. Der ist jetzt voll mit Blut, da oben läuft Blut raus. Das sind so gelbe Isolierungen. Warum machen die so einen Scheiß? What the fuck? Wir müssen den Wasserturm zerstören. Der muss komplett umfallen. Da muss das ganze Blut rauslaufen und dann kannst du einen Göffel ergöffeln. Wo muss man da drauf schießen? Auf die gelben... Verstärkung vom Turm. Einfach mit einer Waffe drauf. Ich will gar keine gelben Verstärkungen. Doch, doch, doch. Ich hab schon 2 runtergeballert. Diese Kanten, ja, genau diese Kanten. Der fällt dann irgendwann um. Ja, ist schon weg. Das sind so. Die sind so isoliert. Auf der anderen Seite müssen wir hin. Wir müssen irgendwie von allen. Blickwinkeln sehen. Oh Gott, wir müssen hier raus. Oh Gott. Ich trinke einen Trank. Oh. Ich bin weg. Okay, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir noch einen am Leben lassen. Ey, das ist ja total kacke. Das ist ja richtig fertig. Warum machen die sowas mit uns? Mann, ich habe mich so auf den Göffel gefreut. Weil jetzt können wir auch das Easter Egg nicht machen ohne den Göffel. Wir müssen das hinkriegen. Ja, ja. Hä, war die Raygun früher nicht einfach mal immer nur rot? Weißt du, wie ich mein? Ne, grün. Also so rot mit so Anzeigen halt und sowas. Ja, aber die Waffe an sich war doch irgendwann mal rot, dachte ich. Von wo kann man denn jetzt noch auf den Turm drauf gucken? Warte, ich guck's mir gleich nochmal an. Jetzt erstmal die Welle überstehen. Jetzt erstmal überleben. Erstmal überleben und dann kümmern wir uns drum. Warte mal, vielleicht von... Oh, jetzt die Welle vielleicht schon wieder vorbei. Meinst du? Ja. Ich glaube, also ich schaue es mir jetzt nochmal kurz an. Moment. Ich habe gerade auch noch eine runtergeschossen. Ja, und irgendwann kracht der ganze Turm ein. Bei mir spawnt noch jemand. Ja, von hier sieht man es nicht. Dann runter zu den Docks wahrscheinlich, oder?
Ich glaube von den Docks. Boah, was ist hier los? Ich muss erstmal hier. Moment, es werden weniger, Okay, ich bin down. komm schon. Jo. Langsam, sind die letzten. Ja, macht das schon irgendwie oben in dem Turm. Aber von allen Seiten. Ich glaube auch noch von unten. Da wo es zum Strom geht, da ist auch noch ein Blick. Zieh die auf jeden Fall mal weg von uns. Dann gucke ich mich mal da genau um. Braucht auf jeden Fall ein bisschen. Oh? Du kannst ja runter mal zu den Docks, ob du da irgendwas siehst. Aber ich glaube, ein Docks ist schon wieder zu weit. Mhm. Ja, ich meine, da, wo wir den ersten Strom anmachen, da kannst du von unten auch irgendwie, hast du eine Perspektive auf den Turm. Das sind irgendwie unterschiedliche Perspektiven und Blickwinkel. Hast du Zombies? Ja, ich bin ja quasi noch hinter dir. Ach so, okay. Ich habe gerade von hier unten auch noch eins weggeschossen. Ja, und dann denke ich von der anderen Seite von unten auch nochmal gucken. Warte, da sehe ich auch noch eins. Oh. Oh! Kacke. Ich habe kein Schild mehr! Jetzt muss ich die töten. Jetzt auch einfach weggegangen sind. Ja, umgeben von Patschehändchen. Ja gut, gehen wir erstmal runter. Du hast viele riskiert, um mich zu retten. Jetzt erstmal hier aus diesem scheiß Catwalk. Ich sehe da oben noch eins. Ja, aber geh erstmal raus da. Können wir gleich machen in Ruhe. Es fällt, er bricht zusammen! Nein, ich wollte es auch sehen! Er bricht zusammen, dann guck doch! Es ist zu spät, ich bin mitten im Gang, ich gehe hier drauf! Jetzt bin ich tot. Special Fähigkeiten! Ich bin tot, ich kann nicht, ich hab keine! Ich hab schon alles verschwendet, um dich zweimal zu wiederbeleben. Oh, war knapp. Oh! Toll, ich hab nix. Ich hab keine Special Fähigkeiten. Hättest du doch gewartet, bis die Runde vorbei ist. Jetzt werden wir wahrscheinlich beide verlecken. Woher soll ich wissen, dass es genau der ist? Jetzt werde ich auch noch verrecken und dann war's das! Das ist doch eine Blunder, Junge! Ich habe keine Munition mehr in der Blunder. Alter, der macht schon hier den Schocker. Ja, Runde 17 jetzt. Ich brauche Munition, ich habe keine Munition. Boah, lässt mal was fallen. Was war das da oben? Oh, da kommt der nächste Warden. Wir wollen es heute wissen. Ist da noch einer? Ja, es sind zwei Wardens. Dann noch einer, ich habe eben gerade wieder den Sound gehört. Ich weiß nicht. Alter, ich bin total gelähmt. Stirb nicht. Ich habe auch kein Schild mehr, ne? Tomahawks. Nee, glaub nicht. Insta. Oh, da kommt ja der nächste. War das jetzt drei? Weil einen habe ich ja gekillt, der hat ja irgendwas gedroppt. Ich hab keine Munition. Durch ihre Reihen, wie ich durch Raum und Zeit gepflügt habe. Warte, ich hol jetzt erstmal hier den Göffel. Den Gaufel. Ah! Ja klar, Alter, was ist das denn für ein Arsch? Der weiß, wie es läuft. Oh, Munition. Wenn ich da wäre und Japaner, würde ich sagen, das Schwert ist gerade erwacht. Hab ihn. Oh, was für ein schöner Löffel. Eine Gabel? Nein, irgendwas dazwischen. Was für ein Löffel? Eine Gabel? Nein. Ein Löbel. Ja gut, dann willkommen zurück, Herr Kreis. Jetzt müssen wir den nächsten Warden rufen und da einkrecheln.
Da hinten. Krächeln. Aber bleib nicht da oben jetzt, ne? Bleib auf bitte nicht da oben, auf keinen Fall. Irgendwo hier unten rumrennen. Weil dieser Catwalk ist Krebs. Oh, was hat sich noch alles verändert mit dem November-Update? Was ist noch neu? Vielleicht ist es mit der Möwe auch komplett... Man kann sich eigentlich auf gar nichts mehr... Ja, ist ein neues Spiel. Jetzt müssen wir sogar das Intervieweur hier zerstören. Oh, das gibt's ja nicht. Oh nein! Wo bist du denn? Auf dem Weg zwischen Catwalk und Scheiße. Wir sind sowas von RIP. Ja, wer kommt auch an? Oh, wir ändern mal was, aber sagen euch nicht was. Das ist so. Müsst ihr dann selbst wieder rausfinden. Scheiße, nein, ich bin so gut wie tot. Oh, come on! Was für eine Arschrunde. Die ist voll für den Arsch. Warden lacht uns aus. Die ist Warden voll für den Arsch gewesen. Das war eine Scheißrunde. Was? Die war voll gut eigentlich. Bis zu dem Moment, wo wir... Aber eigentlich war es die beste Runde, die wir gespielt haben. Ja, aber dann haben sie das ganze Spiel verändert. Ja, gut. Kann man jetzt ja kann ich mir wieder 2,5 Stunden einen neuen Reim überlegen. Um dann 2 Folgen zu machen, womit ich 4 Cent verdiene. Ja, ist doch geil. Das ist mein Leben. Sei froh, dass du überhaupt was kriegst. Ja. Die ganzen 40 Cent. Manche Leute, Alter, ne? Da kriegst du in Indien schon ordentlich was für. Oh, was für eine Scheißrunde. Eselstritt habe ich jetzt freigeschaltet mit Level 38. Ja, ich bin 37. Aber 14 Plasma ist gar nicht so wenig. Ja. So ein Mist. Mann. Ändern die einfach den Göffel. Hätten wir den da nicht reingesteckt. Hätten drauf scheißen sollen auf den Göffel. Aber ich dachte, hey, wenn man schon mal da oben ist und noch runter machen muss. Naja, wir hatten im Prinzip auf Runde 17 alles, bis auf den Göffel. Ja, es war so dumm, den da reinzustecken. Und dann ist man halt wieder mit dem Wissensstand auf null. Ich will gar nicht, wahrscheinlich können wir das Easter Egg erstmal wieder neu lernen überhaupt. Ja, ja. Weil jetzt alles anders ist. Ich wollte gerade sagen, erstmal gucken, was sie wieder verändert haben, weißt du, bevor man es dann wieder selber rausfinden muss. Ja gut, ich gehe mich jetzt aufhängen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.